Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ein etwas anderes Video zeigen. Kein Booktube-Video, sondern ein DVD-Video. Unter anderem. So, im Dezember habe ich ein paar DVDs geschenkt bekommen und mir selber gekauft. Und die möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Den Anfang mache ich mit The Originals. Ich habe Staffel 1 und Staffel 2 geschenkt bekommen. Einmal zum Nikolaus und dann zu Weihnachten. Oder so. Und ich liebe The Vampire Diaries. Ich bin großer Fan, sowohl von den Büchern, die leider ein bisschen nachgelassen haben. Ab Teil 7 oder so. Aber dazu komme ich irgendwann mal. Das ist jetzt nicht von Bedeutung. The Originals. Spin-off von The Vampire Diaries. Ein gutes Spin-off. Sehr schön gemacht. Ein bisschen düsterer als Vampires. Wobei Vampires auch in den letzten Staffeln ziemlich düster geworden ist, finde ich. Ich mag Joseph Morgan und die anderen Charaktere sehr gerne. Die Urvampire sind sehr faszinierend, muss ich sagen. Ja. Also, ich kann die Serie definitiv empfehlen. Eine weitere Serie, die ich mir selber gekauft habe, weil ich die total toll finde, ist Staffel 1 von Gotham. Ich liebe Batman. Ich finde die Vorgeschichte, was das ja ist, sehr faszinierend. Und bin immer wieder beeindruckt, was sich die Macher da einfallen lassen haben. Es geht um, ja, eben, wie ist Bruce Wayne zu Batman geworden? Was ist passiert mit seinen Eltern? Und die ganze Geschichte drumherum auch. In der dritten Staffel, glaube ich, ist auch der Joker dabei und viele andere Charaktere, die man später dann aus den Filmen kennt. Gotham ist relativ düster und dunkel gehalten. Und Catwoman taucht auf, aber eben auch noch die junge Catwoman. Der Pinguin, Riddler, wunderschön. Der Fragezeichenmann kommt auch schon vor. Pinguin, Fisch. Ich liebe diese Serie. Sie ist wundervoll. Ja, ein definitives Highlight. Als nächstes habe ich mir Supernatural gegönnt. Ich hatte Gutscheine und davon habe ich mir ein bisschen was holen können. Supernatural, Staffel 9. Ich bin großer Fan von Sam und Dean Winchester, von Castiel, von Corley. Ich liebe diese Serie. Aktuell läuft in Amerika die 12. Staffel. Bei uns lief jetzt im Free TV die 10. Hatte vor anderthalb Wochen, vor 2 Wochen, die finale Folge. Und die hat mit einem extrem heftigen Cliffhanger geendet. Ich finde, Jensen Ackles und Jared Padalecki sind wundervolle Schauspieler. Michael Collins ist total knuffig. Und wer mal so ein bisschen im Internet umher surft und auf deren Twitter-Accounts landet, der weiß, dass die vier mit Crowley zusammen eigentlich nur, die sind total süß. Und ja, eine großartige Serie und ich hoffe, dass die immer, immer, immer weiterläuft. Immer weiter, immer weiter. Ich denke schon, dass die noch mindestens bis Staffel 14, 15 durchhält. Ich denke mal, das Potenzial ist da auf jeden Fall. Die hatte, zwischenzeitlich gab es mal so 1, 2 Staffeln, die waren weniger gut mit den Leviathanen und so, aber ansonsten großartige Serie und großartige Schauspieler. Als nächstes möchte ich euch
eine meiner absoluten Lieblingsserien vorstellen, die ich jetzt endlich komplett habe. The Tudors. Die ganze Box mit allen vielen Staffeln hat mich 35 Euro gekostet. Und ich finde, diese Serie ist einfach großartig. Oh, hier ist sogar nur. Die Serie ist großartig. Ich hatte bis jetzt leider nur Staffel 1, die ich rauf und runter geguckt habe. Die Serie lief immer auf Arte. Aber ich hab mir gedacht, das geht gar nicht anders. Ich musste mir diesen wundervollen Schuber holen. Ich musste einfach. Ich konnte nicht widerstehen. Ich liebe Jonathan Rhys-Meyers. Der ist fantastisch. Spielt aktuell in der 4. Staffel von The Vikings mit. Habe ich noch nicht gesehen, The Vikings, die Serie. Weiß nicht, ob ich so gucken werde. Er spielt da den Bishop und kam auch in der letzten Folge von Staffel 3 schon. So, aber zurück zu The Tudors. Es geht um Heinrich den 8., Henry the 8. Darüber gibt es auch wundervolle Bücher von Staffel 1 und 2 und William Shakespeare hat sowieso großartig über den Heinrich den 8. geschrieben. Es geht um seine 6 Ehefrauen natürlich, um die ganze Geschichte mit Anne Boleyn, zum Beispiel, wie er sie hat hinrichten lassen, weil sie keinen Jungen zeugen konnte. Es geht um, eben das ganze Leben sozusagen, die ganze Regentzeit von Heinrich den 8., was er für eine Angst hatte, weil er keinen endlichen Nachkommen bekommen hat und dass er alles versucht hat, um möglichst lange zu leben, möglichst jung zu bleiben, dass er sich aber auch viel vorgenommen hat, vielen Herausforderungen gestellt hat. Er war ein brutaler Mann, aber er hat England nachhaltig geprägt. Auch wenn er so machenschaft war und so brutal, strahlt etwas sehr Faszinierendes aus, dieser König. Ich mag die Tudors sehr irgendwie. Ich bin von denen ein bisschen besessen. Und ich finde, Jonathan Rhys-Meyers hat den Heinrich den 8. extrem gut verkörpert. Wahnsinnig sexy. Und er ist sowieso einer meiner Lieblingsschauspieler. Und die Serie ist definitiv empfehlenswert. Wie gesagt, er hat ja 3 Kinder. Sein Sohn hat nicht lange den Thron überlebt, schließlich, letztendlich. Dann kam Bloody Mary, die rote Königin. Und letztendlich Königin Elisabeth die Erste. So, und bleiben wir bei Königin Elisabeth die Erste und kommen zu Rain. Rain. In Rain geht es um Mary Stuart, Königin von Schottland. Sie ist die Cousine von Königin Elisabeth I. Genau. Und Königin Elisabeth und Mary, Königin Mary, die streiten sich. Die sind total im Battle. Klar, sie. Weil Mary ist eigentlich, hat Anspruch auf den englischen Thron. Und dadurch fühlt sich die Königin Elisabeth I., Queen Elizabeth, natürlich auch in die Enge gedrängt. Bisschen bedroht. Aber ich greife vor, weil hier ist Staffel 1. Und in Staffel 1 geht es gar nicht um Königin Elisabeth, sondern, also nicht wirklich, nicht nur. Die kommt erst ein bisschen später in Staffel 3. Da sieht man sie dann. Sondern es geht tatsächlich mehr um die Liebe. Die gute Liebe. Intrigen.
Es ist viel Mysterisches dabei, Mysteriöses dabei. Zwischen Politik und Leidenschaft, Pflicht und Begehren, Loyalität und Liebe entscheidet sich das Schicksal einer Königin. Bash, sie entscheidet sich, müsste sich eigentlich zwischen. Sie liebt Bash, Sebastian, aber er ist nur der Halbbruder von Francis, der uneheliche Sohn von König Henry. Und ja, es ist eine fantastische Serie. Ich bin so froh, dass ich sie auch für 10 € bekommen habe. Und ich werde sie mir demnächst komplett angucken, auch mit den ganzen Specials, was da alles drauf ist. Ich liebe dieses, diese Victoria, diese elisabethanische Zeit auch. Und ich finde, in dieser Serie kommt natürlich Mary Stuart sehr gut weg. Während man in anderen in Filmen mit der Königin Elisabeth oft auch das Gefühl hat, dass es andersrum ist. Aber ich mag diese Schauspielerin sehr, Adelaine. Es ist eine fantastische Serie, alt gemacht mit modernen Liedern, die beim Tanzen zum Beispiel auftauchen. Und ich bin echt traurig, dass es nach der vierten Staffel zu Ende ist. Derzeit läuft die dritte Staffel auf Six. Und ich habe so geweint schon und ich bin so. Ich will nicht, dass es endet, aber oh, man muss es enden. Es ist klar. Sie wird irgendwann wahrscheinlich an ihr Ziel kommen oder Königin Elisabeth muss ja auch irgendwann. Und ja, ich bin trotzdem gespannt, wie es weitergeht. Also, es ist schon sehr nah an der Geschichte. Finde ich. Und das Witzige ist, dieser König, dieser Henry, der spielt derzeit in Shadowhunters, den Valentine Wongstern. Nur so am Rande. Ja, großartige Serie. Ich kann die definitiv empfehlen. Wer Frankreich liebt, so ein bisschen altertümlich, das Geschichte toll findet, ist hier richtig gut aufgehoben. Zusammen natürlich mit dem hier. Zu den Tudors gibt es übrigens auch eine Vorgeschichte sozusagen. Die The White Queen gibt es noch. Die habe ich leider nicht, aber ich habe sie geguckt natürlich. Und da geht es, ist die Geschichte, wie im Prinzip dann letztendlich der junge Heinrich, der Achte, irgendwann dann zum König werden könnte oder wer wird. Ja, vielleicht finde ich die, vielleicht kriege ich die auch noch, wobei ich die Schauspielerin von der The White Queen nicht wirklich mochte. Aber das spielt jetzt auch keine großartige Serien. Zwei sehr, sehr großartige Serien, die ich definitiv empfehlen kann. Und mal ehrlich, der Typ sieht doch toll aus, oder? Das waren meine Serien. Ich habe auch Filme bekommen. Fangen wir an mit den Weihnachtsgeschenken. Von einer Freundin habe ich ein ganzes halbes Jahr bekommen mit Emilia Clarke und Sam Claflin. Ich fand dieses Buch grandios. Von Giorgio Moyes. Super. Beim Buch habe ich so geweint und gelacht und war fix und fertig. Deswegen habe ich noch ein bisschen Angst, das, den Film zu gucken, muss ich ehrlich sagen. Ein ganz kleines bisschen. Ist auch noch original eingeschweißt, wie man sieht. Ja, ich habe ein kleines bisschen Angst davor, weil ich. Ja. Tolle Schauspielerin. Tolle Schauspieler. Entschuldigung. Tolle Schauspieler. Und. Ja. Bin gespannt. Auf jeden Fall. Smaragdgrün. Habe ich von meinem Mann zu Weihnachten bekommen. Bin sehr überrascht gewesen. Nichtsdestotrotz froh. Ich habe leider erst den ersten Teil gelesen. Also Rubinrot habe ich leider erst gelesen. Dafür aber
Rubinrot und Saphir Blau als DVD schon angeguckt. Ich bin nicht so ganz der Fan von deutschen Filmen oder Serien, aber ich mag Kerstin Gier und bin gespannt, wie der Film letztendlich dann sein wird. Deadpool habe ich mir selber gekauft. Witzig, sehr cool, sehr lustig. Ryan Reynolds ist grandios. Der ist einfach, ja, fantastisch. Großartiger Film. Wirklich großartig. Bei den meisten Marvel-Filmen gibt es am Ende noch, nach dem Abspann kommt dann noch was. Also dranbleiben und abwarten. Es kommt was. Das ist witzig. Wirklich, sehr witzig. Kleiner Spoiler, Deadpool im Bademantel. Ja, witzig. Ja, fantastisch. Versaut, total versaut, ab 16. Total versaut, total schräg, total. Aber mein Reynolds ist großartig. So. Der letzte Film. Ich habe da noch ein paar andere Sachen, aber der letzte Film. Suicide Squad. Tatsächlich. Ich liebe den Film. Ich bin großer. Ja, ich liebe Batman, wie schon gesagt. Und da taucht ja auch Ben Affleck auf in dem Film. Deswegen, ja, ich liebe Jared Leto. Will Smith ist großartig. Margot Robbie ist eine tolle Harley Quinn. Der Film ist gut, toll. Ich habe auch eine Rezension dazu geschrieben schon auf meinem Blog, den verlinke ich. Ich weiß nicht, was viele mögen den Film nicht, weil so viele einzelne Geschichten aufeinander prallen. Aber ich finde, die sind gut erzählt. Die sind glaubwürdig gemacht. Also, wenn man. Super. Toll. Ich zeige euch mal was. Könnt ihr das sehen? Guckt mal. Da. Ja, der Joker. Harley Quinn. Und natürlich Deadpool. Deadshot. Nicht Deadpool. Deadshot. Mag ich sehr. Doch. Die Schauspieler sind gut. Ich finde den Film echt gut. Ich finde es toll, dass auch, wie gesagt, Batman mit dabei ist. Ben Affleck. Ich wette, ich finde, der macht sich gut als Batman. Der wird im nächsten Teil noch großartiger. Der muss sich erstmal noch finden. In der letzten Szene von Batman, in der Battle-Szene, hat man gesehen, dass er super ist. Ich finde ihn gut. Ich mag Ben Affleck als Batman. Und ich mag Jared Leto als Joker. So. Apropos Batman, Henry Cavill spielt im Übrigen auch in Judas mit, aber nur so nebenbei. Also, sehr großartig, sehr lustig, sehr toll. Schauspieler sind grandios. Harley Quinn ist eine tolle Frau, sehr verrückt. Und ja, toll. Kommen wir mal zu einer CD, die ich mir auch gekauft habe. Und zwar Placebo. A Place for Us to Dream. Ich liebe Placebo. Ich liebe sie seit 1999, seit Every You, Every Me. Und es ist eine grandiose Band mit Brian Molko. Und ich werde sie irgendwann mal näher vorstellen. Diese Band werde ich mal demnächst in einem extra Video vorstellen, weil ich da einige CDs von habe. Und es ist ein Best-of-Album mit ein paar neuen Liedern, zum Beispiel Jesus Son. Und ja, da sind auch noch andere Lieder mit dabei. Natürlich Pure Morning, Come Home, Every You, Every Me, Too Many Friends, Nancy Boy, 36 Degrees, Taste in Man, The Bitter End, Without You I'm Nothing, English Summer Rain, Freeze Underwater, Soulmates, Nets, Bright Lights, Song to Say Goodbye. Das ist ein melancholischer Super-Song. Infrared, Running Up That Hill, B3, For What It's Worth, Teenage Angst, You Don't Care About Us, Astray Heart, Broken Promise mit Michael Stripes, tatsächlich von R.E.M. Und noch viele andere Lieder. Das, wie gesagt, Doppel-CD, wunderschön aufgebaut.
mit vielen tollen Bildern. Momentan sind die leider nur zu zweit. Aber das, die Band ist grandios. Ich liebe die Stimme von Paul Malko. Und der Typ ist einfach so faszinierend und so wundervoll und so wunderschön, wunderbar. Einfach anders und ich liebe anders und das Album ist grandios. Ich höre es sehr gerne. So, ich habe mir Funko Pops gekauft im Dezember. Und zwar einmal Batman, weil ich liebe Batman. Und Iron Man. Ich liebe Robert Downey Jr. Der ist großartig als Iron Man und als Sherlock Holmes war der auch toll. Und ja, ich bin Funko Pop Fan. Ich liebe die. Die sind toll, die sind süß, die sind großartig. 15 Euro im Expert. Fand ich okay. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt im Expert. Der wackelt so schön. So, ich habe noch drei kleine Sachen. Und zwar, ich habe mir, oder ich habe gefunden, Hot Wheels. Ein Hot Wheels Auto. Tatsächlich, für mich. Und zwar, The Beatles, Yellow Submarine. Ich bin großer Beatles-Fan. Ganz, ganz großer. Ich liebe diese Band. Und ich habe das Auto gesehen und ich musste es haben für 1, schieß mich tot, 1,75 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr toll. Hot Wheels, Specials. Ja. Ich habe auch das Batmobil. Weil, großer Batman-Fan. Entschuldigung. Und den DeLorean, den habe ich von meiner Schwester bekommen. Es ist nicht die Originalfarbe, leider. Aber das macht nichts. Da ist immer noch das Auto drauf. Ich bin großer Zurück in die Zukunft-Fan, wie man sehen kann. Ich liebe diese Filme. Ich liebe Doc Brown. Ich liebe Marty McFly. George. Ich liebe sie alle, einfach alle. Und da ist dieses Auto ein Muss. Ja. Ich habe auch keine Probleme damit, das zuzugeben, dass ich mir tatsächlich ein paar Sammlerstücke geholt habe. So. Ich meine, guck mal, das ist doch cool. Und ich habe auch echt keine Probleme damit zu sagen, dass ich Funko Pops liebe und dass ich Poster an der Wand habe, wie man sehen kann. So, und in diesem Sinne, ich habe noch andere Poster an den Wänden, aber die zeige ich euch mal irgendwann anders. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, viel Spaß und nehmt das Leben nicht so ernst. Es ist alles. Manchmal muss man einfach auch mal umherwackeln. In diesem Sinne, macht's gut.